Die Geschichte der Landschaftsmalerei ist noch nicht geschrieben worden. Sehen Sie nun die Geschichte der Landschaftsmalerei. Die Geschichte der Landschaftsmalerei ist noch nicht geschrieben worden. Eine grundlegende Schwierigkeit bei der Beschreibung der Geschichte der Landschaftsmalerei besteht dahingehend, dem Einzelwerk und seinen spezifischen Entstehungsbedingungen gerecht zu werden und dennoch einen historischen Überblick zu leisten, der das komplizierte Nach- und Nebeneinander unterschiedlicher Entwicklungsprozesse übersichtlich veranschaulicht, ohne unnötig zu simplifizieren. Zur Zeit der Jahrhundertwende, 19. bis 20. Jahrhundert, hieß es noch, die erste Blüte dieser Kunst habe mit dem Untergang der antiken Welt ihr Ende gefunden. Danach, im finsteren Mittelalter, sei die Landschaft höchstens als Kürzel vorhanden gewesen, bis die Natur an der Wende zum 15. Jahrhundert die Goldgründe der religiösen Tafelbilder zu überwinden begann. In einem kontinuierlichen Prozess der Erweiterung seien dann, angeregt durch die Buchmalereien, die Figuren in den Tafelbildern immer weiter geschrumpft, bis schließlich die religiöse Staffage nur mehr ein Vorwand war, um Landschaften malen zu können. Landschaften, Landschaften und immer nur Landschaften, nichts sonst, sodass sich diese autonome Bildgattung schließlich hervortun konnte. Dies hat schon Goethe beschrieben, doch dieser sich auf die Geschichte der Landschaftsmalerei ist inzwischen überholt. Sorry, Johann Wolfgang. Im Kontext einer Geschichte der Landschaftsmalerei darf ein Überblick ihrer Vorgeschichte nicht fehlen. Warum? Nun, bei all dem Wandel in der Darstellungsweise von Landschaften lässt sich sehr wohl, oh ja, eine gewisse Kontinuität der Zusammenhänge und auch der Kontexte aufzeigen, innerhalb derer Landschaften ins Bild gesetzt wurden. Welche? Nun, die Menschen seit dem Altertum schätzen und genossen den Anblick von Natur, wie aber auch von Gemälden gar sehr. Leider lässt sich dieses höchst subjektive Phänomen kaum generalisierend beschreiben. Die Begriffe aus der Literatur blieben zwar die gleichen, aber ihre Bedeutung nicht. Diese wandelte sich teilweise tiefgreifend. Trotzdem, von alters her wurden Landschaftsbilder gelobt und gepreist, was das Zeug hielt. Man hielt sie für der Natur ebenbürtig. Ja, gar besser manchmal. Im Gegenzug sprachen antike Literaten von Naturausschnitten als einem Bilde gleich. Nebenbei konnte ein Landschaftsbild einen inhaltlichen Gehalt transportieren, der nicht selten sogar im Vordergrund stand. Beispiel. In Antike konnte eine Landschaft ein Gleichnis der göttlich durchwirkten Natur bedeuten oder auch als spiritueller Verweis auf die jenseitige Glückseligkeit von Elysium und Paradies gedeutet werden. Eine diesseitige Bedeutung war die Abbildung des Besitzes von reichen Sächen, die mit Hilfe eines Landschaftsbildes ihre Macht und Würde ausdrückten. Das ist ziemlich profan. Lange Zeit musste vergehen, bis die Landschaft als spezifische Gattung der bildenden Kunst im allgemeinen Bewusstsein ihr gebührenden festen Platz gefunden hat. Befragen wir nun einen Engländer. Nun, wie ich schon 1650 in meinem Buch über die Malerei mit Wasserfarben so konstatieren musste, gab es zu diesem Zeitpunkt eigentlich gar kein Wort für diese Kunst. Sie war schlichterdings noch zu neu. Mr. Norgate hat recht. Tatsächlich hat sich der Terminus Landschaft nur sehr allmählich als Gattungsbegriff der Malerei durchgesetzt. Ja, in der Tat, war erst im Verlauf des 17. Jahrhunderts als solcher allgemein gebräuchlich geworden. Obwohl schon 1521 der Venezianer Marcantonio Michel die vielen kleinen Landschaften in der Sammlung des Kardinals Grimani bewunderte. Und auch Albrecht Dürer rühmte seinen Antwerpener Kollegen Joachim Patinier mit den Worten "Gut Landschaft Maler". Egal, ich mach weiter nicht. Ah, okay. Aber lassen wir uns dadurch nicht irreführen. Im Allgemeinen wird hier nicht von einem ästhetisch wahrgenommenen Naturschnitt gesprochen, sondern schlichtes von irgendeiner Region oder Gegend. Well, hören Sie zu. Im 17. Jahrhundert hat sich die heute selbstverständliche Wortbedeutung noch nicht allgemein durchgesetzt.
Verstehen Sie? Die Niederländer waren es, die aus der Malerei der Landschaft einen speziellen Zweig der Kunst gemacht haben. So haben sie auch mit gutem Recht der neuen Kunst einen neuen Namen gegeben. Wenn Sie nur in das polyglotte Lexikon aus dieser Zeit schauen, werden Sie sehen, was ich meine. Landschaft bedeutet demnach nicht, sondern einen Landstrich oder allgemeiner ein mehr oder weniger ausgedehntes Stück Scheiße. Entschuldigen, oh, Erdoberfläche. Die Übersetzungen, die dieses Wörterbuch anbietet, sind keine Einzelfälle. Das erweist auch der 1603 editierte Thesaurus Polyglottus, ein Wörterbuch, das gleich 8 Sprachen vereint. Ganz allgemein bezeichnet der Begriff Landschaft primär eine geografische oder eine politische Region, einen Landstrich, ein Gebiet, das unter gemeinschaftlicher Jurisdiktion zusammengefasst war. Ausgehend von dieser ursprünglichen Bedeutung wurde dieser Begriff im Besitz, Verzeichnissen und Nachlassinventar deskriptivst gebraucht, um jene Bilder zu charakterisieren, in denen irgendwelche Gegenden dargestellt waren. Eigentlich logisch. Aus im Verlauf des 16. Jahrhunderts zunehmend gebräuchlicher werdenden deskriptiven Funktionen entwickelte sich in der Folge der heute selbstverständliche erscheinende Gattungsbegriff der Landschaftsmalerei. Antike! Erste bildliche Darstellung von Landschaften sind mit ca. 200 vor Christus datiert. Sie galten in der altgriechischen Kunst als Hauptmotiv. Außerdem wurden Landschaftsbilder schon als autonome Kunstwerke angesehen. Die Landschaftsmalerei fand hauptsächlich in der Innendeko von Häusern Verwendung. Für die gemalte Ausstattung der Wohnräume wurden unmittelbare Naturabbilder gewählt, wobei Räume, die nach einer Seite offen waren, mit perspektivischen Architekturdarstellungen und langgezogenen landschaftlichen Szenerie geschmückt wurden. So wurde die Wandmalerei zum Teil eines gestalterischen Hauptprogramms. Eines was? Eines gestalterischen Hauptprogramms. Entschuldigung, ich habe Sie immer noch nicht verstanden. Eines gestalterischen Gesamtprogramms. Entschuldigung. Antike! Das gab es auch mit Szenen der Odyssee. Landschaftsdarstellungen aus der Spätantike sind nur noch in Form von Mosaiken und teilweise auch noch in der Buchmalerei enthalten. In der Antike entwickelte sich auch der Begriff des Locus Amoenus. Locus Amoenus. Ein lieblicher Ort, voll mit Vögeln, geilen Nymphen und Bächern. Er wurde zu einem zentralen Motiv der Landschaftskunst. Idealgärten. Die höhere römische Gesellschaft hatte neben echten Grünanlagen auch gemalte, die alle Jahreszeiten zugleich wie auch exotische Gewächse und Viecher zeigte. Das ganze Mittelalter hindurch nutzten die Künstler überall und bei jeder Gelegenheit ein kleines Repertoire an immer wieder verwendeten Landschaftselementen, die weder naturalistisch wie topografisch korrekt wiederzugeben, sie sich vornahmen, weil sie ja sowieso nur als Bühne für im Vordergrund herumtanzende Figuren herhalten mussten. Ab dem 13. Jahrhundert wurden die Landschaftsdarstellungen wieder natürlicher. Und wir können an dieser Stelle voll überschwänglichen Stolz einen Mann ankündigen, der keiner Vorstellung mehr bedarf, den großen, den einzigen, einzigartigen Künstler einer neuen Naturanschauung. Jetzt kommt Giotto di Pampone himself! Ich
Ich schuf durchkomponierte und konsequent konstruierte Bildräume, wobei meine Landschaften keineswegs naturalistisch waren. Das Quellwunderbild, was sagen Sie dazu? Eine Diskrepanz zwischen den heutigen Seherwartungen und den Begriffen des Mittelalters spürbar werden. In der Landschaftsmalerei dienen die Landschaftshintergründe zur bloßen abscheulichen Propaganda über den Machtbereich und die territorialen Sprüche des jeweiligen Kreisen Regeln und Machels an. Und ich wiederhole es nur ungern. In der Porträtmalerei dienen die Landschaftshintergründe zur bloßen Das gilt genauso für anderes. Zum Beispiel Jagdszenen und ähnliche Bildmotive. Die Erfindung der Landschaft im 16. Jahrhundert. Um 1497 fängt es an. Man fand, die wahre Schönheit sei mit dem goldenen Zeitalter verbunden, welches so wie zwei Gilszeiten war. Das naturverbundene Schönheitsideal war verbunden mit dem ländlichen Leben. Die Politik und die Wirtschaftsgeschichte waren das Bezugssystem für die Nobilitierung des Landschaftlichen in Literatur, Malerei und Philosophie im Venedig des 16. Jahrhunderts. Entschuldigung, könnten Sie bitte den Begriff Nobilität erklären? Ja, klar! Giorgio del Castelfranco, auch Giorgione genannt, rätselhafter Landschaftsmaler, wurde als Neuerer seiner Zeit von seinen Kollegen wahrgenommen und als malender Sannazario, also den Dichter, gepriesen. Er ist es, der Neuerer, schnell hin zu ihm, preist. Ein Gemälde soll wie ein Gedicht sein. Landschaft wird zum Assoziationsraum, gehört durchaus in die Klasse der Landschaftsmalerei. Expressive Gewitterlandschaft, ein Versuch, sich des für ein Gemälde üblicherweise verbindlichen Sujets zu entledigen. Naturdarstellung war für mich besonders geeignet, weil es ein zentrales Motiv der lyrischen Dichtung seit meiner Zeit war. Und meine Zeitgenossen waren meine Bilder rätselhaft. Er malt, was außerhalb der Malerei liegt. Ja, Donner, Wetter, Leuchten, Blitze. Das malt er also alles. Das malt er also alles. Nicht schlecht. Windmanie! Arkadien Sehnsucht und mystische Landschaften im Stile der Gedichte Sannazaros und Brembos beeinflussten in die 30er Jahre des 16. Jahrhunderts fast alle. Durch den militärischen Misserfolg Venedigs erwarb die Oberschicht weite Ländereien und errichtete darauf Villen, dadurch auch die Villenmanie. Man orientierte sich an der klassischen Antike, der klassischen Literatur, Genremotiven der Wände der Villen ländliche Gegenden. Häfen, Jagd, Fischfang, Schärfespiele und üppiges Grün. Farbe haben psychische Wirkungen, man sagt, Grün wirkt beruhigend. Bei Fieber rät man zu Malereien von Flüssen, Bächen, Brunnen. Ruinlandschaften waren auf den Wänden, hatten wieder einmal Propagandafunktionen, Landbesitz und Reichtum. Die Natur wurde nicht exakt 1:1 übernommen, sondern dem Schönheitsideal angepasst. Die Natur wurde in den Raum hineingestellt, war jedoch gegenüber menschlichen Darstellungen nicht gleichwertig. Danke, Herr Doktor. Mir geht schon viel besser. Nichts zu danken. Tizian. In seinen Bildern dominierten Darstellungen von Menschen, Göttern, mythologischen Gestalten.
Er kreierte ein völlig neues Bildgenre. Landschaft, Nymphen und Satiren. Landschaft war bei ihm ein erwähnenswerter Bestandteil des Bildes, aber nicht sein Hauptgegenstand. Aber in stimmungsvoller Einheit verbunden. Es ging ihm, liebe Zuschauer, um die malerische Formulierung von Eindrücken, den Dialog zwischen Bild und Betrachter. Er hat die Landschaft genauestens studiert und er verkaufte bereits zu Lebzeiten grafische Reproduktionen in ganz Europa. Choreografie. Zu Beginn des 16. Jahrhunderts hatte man zwar Maßbänder und Messlatten zur Streckenabmessung, die waren aber nicht sehr genau. Aus dieser Zeit gibt es daher wenige regionale Landkarten. Die Landkarte, welche als Bild der Welt verstanden wurde, war nun des Künstlers Aufgabe. Die Grenzen zwischen Choreografie und Landschaftsbild waren fließend. Albrecht Altdorfer, 1530. Mitbegründer der Donauschule, seine Donaulandschaft war vielleicht das erste Landschaftsbild ohne menschliches Tapage. Wahnsinn. Ein stetig wachsender Sammelmarkt entstand. Man erkannte einen religiös-spirituellen Zusammenhang in den Bildern. Wer zeichnen konnte, zeichnete. Wer nicht, kaufte sich ein Bild. Wer? Man begann Reisen zu dokumentieren. Choreografische Aufzeichnungen waren unverzichtbar für das Militär auch. Wegen den Festungsanlagen. Zu meiner Zeit gab es einen riesen Konkurrenzkampf zwischen der Malerzunft, zwischen den Bäckern, den Metzgern und den Seefischhändlern. Gemälde entstehen nun nicht mehr nur auf Bestellung, sondern werden in großer Zahl für den freien Kunstmarkt angefertigt. Ich sage euch eins, ich lasse alles weg, was ich als Beeinträchtigung der visuellen Wahrnehmung empfinde. Ich füge hinzu, was mir wichtig erscheint. Ja. Rum um die Welt. Im Verlauf des 16. Jahrhunderts war die Reise nach Italien zu einem festen Bestandteil der Ausbildung nordalpiner Künstler geworden. Menschen des 17. Jahrhunderts nahmen die sie umgebende Natur anders wahr als wir heute. Sie empfanden eine Landschaft für schön, wenn die Felder bestellt, das Korn reif zur Ernte oder die Trauben schmackhaft sind und einen guten Wein versprechen, die Ersche. Im Gegensatz dazu werden die Alpen als besonders unschön empfunden. Von einer Würdigung der Erhabenheit dieser Landschaft waren wir noch weit entfernt. Warum? Weil sie sich der menschlichen Nutzung weitgehend entzogen. Im Jahr 1582 wurde die Akademie der Naturale gegründet. Jawohl. Und es gab ein großes Fest. Ja. Denn sie bot innovative Lebenskonzepte für Künstler. Dort will ich hin. Ja. In denen statt nach antiken Skulpturen vor allem nach lebenden Modellen gezeichnet wurde. Ja, da schauen wir hin. Ja, ja. Tutti. Also, zu dieser Zeit begann die Landschaft immer mehr in den Vordergrund zu rücken. Und die dargestellten Menschen werden im Hintergrund. So ist es. Zum Beispiel bei Annibal Carracci. Bei dem die Staffage bereits vollkommen in den Hintern tritt. Entschuldigung, in den Hintergrund. Das war ein billiger Witz, Entschuldigung. Ich entschuldige mich auch im Namen meines Kollegen. Arschloch. Für die Künstler galt es allerdings nicht nur das fotografische Abbilden der Landschaft wiederzugeben. Es galt sogar nicht das fotografische Abbilden der Landschaft wiederzugeben. Vielmehr wurde die Natur verbessert, wo es notwendig war. Annibal komponierte Landschaften von idealer Schönheit. Alles, was hässlich oder dem hohen Ideal unangemessen schien, wurde eliminiert und nur das Schönste für die Darstellung ausgewählt. Künstler wie Hendrik Gould legten besonders viel Wert auf eine detaillierte Wiedergabe von Naturphänomenen. Dadurch entstand die Aufwertung der Landschaft zu etwas Bedeutungsvollem.
flämisches Spezialistentum. Antwerpen war im 17. Jahrhundert das Zentrum nicht nur der Sünde des Fleisches, sondern auch der südländischen Kunstproduktion. Die bevorzugten Gegenstände der Darstellung waren Petile und Berge. Sie werden stets in mittlerer Höhe gezeigt, zumeist tragen die Gipfel wie in Jos de Montparts Berglandschaft. Unermessliche Weit und unermessliche Weit über den Horizont und die Augenhöhe hinaus, des Betrachters hinaus, sodass die höchsten Steilhänge nicht selten vom Bildrand abgeschnitten werden. Dadurch erscheinen die Berge hoch und grausam, was der seinerzeitigen Bergphobie entsprach. Bergphobie. Niederlande, 17. Jahrhundert. Während Mägde eine warme Mahlzeit vorbereiten und sich um die Kinder kümmern, streunt eine Handvoll Männer mit Pinseln, Holztäfelchen und bunten Flüssigkeiten vor die Tore der Stadt umher, um die Natur in Zeichnungen festzuhalten. Als Initiatoren dieser Bewegung gelten Hendrik Goltzius, Karel von Monder und Cornelisz. Behördliche Ermittlungen bestätigen, dass die Hauptverdächtigen Gründer einer sogenannten Kunstakademie in Haarlem waren. Laut der am letzten Freitag einberufenen Pressekonferenz gilt Haarlem als Florenz des Nordens, Wiege der Landschaftskunst. Dementsprechend verbreiten die Täter ihre Lehre nach italienischem Vorbild. Historienbilder mit biblischen und mythologischen Themen werden hergestellt. Niederlande. Die Druckgrafik beflügelt die Fantasie umherstreunender Männer. Kupferstiche und Radierungen erlauben Bilder des eigenen Landes vergleichsweise rasch, preiswertig und in großer Zahl zu verbreiten. Im 16. Jahrhundert weitgehend ignoriert, findet sie unter dem Herausgeber Theodor Galle eine breite Wirkung. Vom Täter fehlt jegliche Spur. Wie Sie wahrscheinlich auch aus anderen Alternativmedien mitbekommen haben, hat auch der allseits bekannte Streuner Peter Bruegel für eine verheerende Renaissance der Landschaftsmalerei gesorgt. Dies hat nun zur Folge, dass eine Vielzahl an Männern Frau und Kind verlassen, um vor die Tore zu streunen. Ein Jahrzehnt später verkörperten sich die üblen Folgen in Form einer Radierserie Pleasant Plätzen genannt. Das ZIP-2-Team konnte den Begriff als erfreuliche Orte dechiffrieren. Doch an den schlichten dörflichen Motiven war kein erfreulicher Platz zu finden. Der niedrige Horizont soll ein unmittelbares Entstehen der Landschaftsaufnahme vermitteln. Doch der Schein trügt. Auch wenn die Bilder Fotografien gleichten, streunten die Männer meist umher, um sich lediglich Notizen zu machen von den unzähligen Bäumen, Sträuchen und Wolkenbildungen. Die üblichen Verdächtigen haben über Radiopiraterie verkündet, dass jene Serien für Leute gedacht sind, die keine Zeit haben, die Schönheit der Natur vor der Haustüre zu bewundern. Nur wenn ein strenger Frost die Niederlande heimsuchte und die Arbeit unmöglich machte, wurden Ausflüge unternommen. Ebenfalls ein beliebtes Motiv der Streuner. Europäer, insbesondere das deutsche Volk, waren von der Sauberkeit der Niederlande und dem Reichtum an Bildern bis zum äußersten Maße beeindruckt. Jeder einfache Handwerker besaß in seiner bescheidenen Hütte eines jener Landschaftsbilder. Doch wie kommt es in den Niederlanden dazu, zu einer Kommerzialisierung des Landschaftsbildes, in einer Zeit, wo die technische Reproduzierbarkeit des Kunstwerkes noch etliche Male sich die Windeln auswechseln musste? Auch Philosophieexperte Georg Wilhelm Friedrich Hegel beschäftigte sich mit der brennenden Frage und teilte sie an einem lauen Herbsttag in einer Vorlesung über Ästhetik seinen Studenten mit. Der Holländer
hat sich zum großen Teil den Boden, darauf er wohnt und lebt, selbst gemacht und ist ihm fortdauernd gegen das Anstürmen des Meeres zu verteidigen und zu erhalten genötigt. Die Bürger der Städte, wie die Bauern, haben durch Mut, Ausdauer und Tapferkeit die spanische Herrschaft unter Philipp II., dem Sohne Karl V., dieses mächtigen Königs der Welt abgeworfen und sich mit der politischen ebenso die religiöse Freiheit in der Religion der Freiheit erkämpft. Diese Bürgerlichkeit und Unternehmungslust im Kleinen und im Großen, im eigenen Land wie ins weite Meer hinaus, dieser sorgfältige und zugleich reinlich nette Wohlstand, die Froheit und Übermütigkeit in dem Selbstgefühl, dass sie dies alles ihrer eigenen Tätigkeit verdanken, ist es, was den allgemeinen Inhalt ihrer Bilder ausmacht. Kaufen, kaufen, geil! Kaufen Sie jetzt neu! Charakteristika der niederländischen Landschaftsmalerei. Wollten Sie schon immer mal eine genaue Naturbeobachtung und tolle Lichtverhältnisse besitzen, aber haben keine gute Brille? Dann kaufen Sie geil, jetzt neu, dieses Bild von Cornelis Vroom. Na, Bock auf eine durchschimmernde braune Grundfarbe des gemasterten Holzes wie in Jan van Goyen, geilstem Landschaftsbild? Dann ruf jetzt an, 0190 und 6x6, ich warte auf dich. Oder hättest du lieber Jan van Goyens klare Komposition mit lasierendem Farbauftrag samt Ziege auf deinem Handy-Klingelton-Landschaftsbild? Dann wähle 3x die 5! Kaufen Sie jetzt ein Salomon van Ruiste Landschaftsbild und erhalten Sie zusätzlich ein monochromes, gedämpftes Gemälde, um die Stimmung des landschaftlichen Gesamteindrucks zu vermitteln, dazu. Und wenn Sie jetzt anrufen, schenken wir Ihnen die gezeichneten Studien, die ihm als Grundlage dienten, um im Atelier sein Oeuvre zu verwirklichen, gratis! Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Besonders die weitgehende Verdrängung der katholischen Kirche hatte erhebliche Folgen für die Kunst, war doch seit Jahrhunderten der kirchliche Bildschmuck den Künstlern Haupteinnahmequelle gewesen. Calvin hatte jedoch die Ausstattung von Kirchen mit Andachtsbildern und Altären untersagt. Er stützte sich dabei auf das zweite Gebot, in dem es heißt, du sollst dir kein Bildnis machen. Nur das dürfe gemalt werden, hatte der Reformator verordnet, was unsere Augen fassen können. Spezialistentum. Aufgrund der Übersättigung des Kunstmarktes werden Streuner dazu genötigt, ihr künstlerisches Schaffen zu kanalisieren. Manche der Streuner beispielsweise widmen sich das Abbilden des mächtigen niederländischen Kolonialreiches auf hoher See. Aber die meisten Streuner sehen sich dazu gezwungen, nebst ihrem Hauptberuf einen Nebenberuf einzuschlagen. Tatsache ist, dass ein Streuner an einem Bild lediglich 1-2 Gulden verdient. Eine miserable Bezahlung, wenn man ihn mit dem Wochengehalt eines einfachen Handwerkers vergleicht, das 7 Gulden beträgt.